herzlich willkommen nochmal auf meinen Kanal, Freunde. Ich habe jetzt nochmal ein Interview heute Morgen vom ZDF oder vom Morgenmagazin. Da spricht jetzt der Botschafter Palästina mit der Moderatorin. Es ist sehr krass, aber ich finde, wir müssen das zeigen, weil das definitiv zeigt, in welche Richtungen das... Terror der Hamas? Terror kommt von Seiten Israels. Ich wundere mich, Ihre Einseitigkeit nach so einem schrecklichen Massaker, Gemetzel gestern. Sprechen Sie noch über Terror, ohne Israel zu nennen? In Ihrem Bericht wollen Sie verifizieren nach dem Angriff von gestern, aber als die Lüge über die Abköpfung von Babys haben Sie, ohne das zu verifizieren, wiederholt in allen Ihren Sendungen. Ohne das zu verifizieren. Herr Botschafter, bei allem Respekt, hören Sie auf mit Ihrer Einseitigkeit. Entschuldigung, es gibt hier keine Einseitigkeit. Sie sprechen über das, was gestern in Bezug in Gaza auf das Krankenhaus passiert ist. Da gibt es noch keine Fakten. Lassen Sie uns über die Fakten sprechen. Und zwar, dass so viele Juden Wieso? Und Jüdinnen... Wieso, die geköpften Babys waren das Fakten, als Sie das wiederholt haben? Warum haben Sie das Sie nicht bitten, verifiziert? Können Sie es hat sich herausgestellt... dass das eine Lüge ist. Können wir bitte über die 1300 toten Juden und Jüdinnen sprechen? Das sind Fakten. Das ist der größte Massenmord seit der Shoah. Und da gibt es überhaupt nichts dran zu rütteln. Distanzieren Sie sich von diesen Gräueltaten, diesen bestialischen Abschlachten durch die Terrororganisation Hamas. Das ist die Frage. Können Sie über die 3000 Zivilisten in Gaza reden? Das bestialische Morden eines ganzen Volkes gestern, Herr Botschafter, der Herr Scholz noch einmal. Musste auf den Bauch Sie. Legen. Herr Botschafter, wirklich bei allem Respekt, ich stelle Ihnen eine sehr klare Frage. Wir können eins nach dem anderen besprechen. Bitte distanzieren Sie sich zumindest von den Gräueltaten, wenn schon nicht von der Terrororganisation Hamas, von dem bestialischen Abschlachten vom 7. Oktober. Frau Hayali, unsere Position ist klar. Jegliche Angriffe auf Zivilisten, egal von welcher Seite, sind völkerrechtswidrig und diejenigen, die sowas begangen haben, müssen zurück. Ja, ich weiß nicht. Also nicht irgendwie irgendein Bekenntnis, dass das schlimm wäre oder keine Ahnung. Überhaupt nicht. Ich finde das sehr, sehr stark, wie sie darauf reagiert hat, wie sie das durchgezogen hat. Respekt. Und das ist halt das Problem. Es wird halt nicht anerkannt, dass es 1300 tote Juden halt gibt. Wenn man das wenigstens sagen würde oder sagen würden, okay, wir distanzieren uns von der Hamas oder sowas, okay, aber es passiert nicht. Das muss man ganz, ganz klar sagen.